Zwei Funktionen a und b und schauen wir mal zuerst die Krümmung an. Es geht nur darum, wo ist die Krümmung positiv, wo ist sie negativ, also bei a. Krümmung ist ja eine Kurve, also ich habe hier eine Linkskurve, weil wenn ich jetzt hier mit meinem Fahrrad fahre, habe ich die linke Hand draußen. Linkskurve, Linkskurve, Linkskurve. Ich habe an der Stelle, denke ich, den Lenker gerade. Keine Kurve, ja, aber hier ist alles Linkskurve. Und Linkskurve ist positive Krümmung, das heißt, hier bei 0, ja, also f2' von 0 ist 0, weil ich da den Lenker gerade habe. Aber hier, hier ist f2' größer 0, positiv, hier ist auch f2' größer 0. Hier, so wie meine f2' größer 0. Also da könnte man jetzt hier so ein Intervall schreiben für x Element 0 ist nicht dabei, bis unendlich gilt f2' von x größer 0 positiv. Ja? Immer Linkskurve positiv. Ich glaube auch hier bei c ist die positiv. Und jetzt machen wir das gleiche mal hier für die nächste. Also wieder die Krümmung anschauen. Ich fahre spazieren. Ich habe hier eine Rechtskurve. Dann habe ich hier eine Linkskurve. Und da habe ich wieder eine Rechtskurve. Und das schaut so aus. Hier könnte der Wendepunkt sein. Und hier ist wieder ein Wendepunkt. Also an der Stelle, wo der Wendepunkt ist, f2' von 0 gleich 0 und es könnte so bei minus 1 ungefähr sein, f2' von minus 1 auch gleich 0, 0 ist es. Und in dem Bereich ist die zweite Ableitung Rechtskurve negativ, ja, hier auch Rechtskurve negativ, Linkskurve positiv. Zweite Ableitung minus 0 plus 0 minus, ja. Ja, also diese zweite Ableitung, das könnte hier so eine nach unten geöffnete Parabel sein vermutlich. Ja? Sowas. Und jetzt für die es interessiert, mache ich jetzt noch die Ableitung, muss aber vorher da wieder Platz schaffen. Das ganze Zeug hier weg, geht es eigentlich schneller. Ah, das geht schon. So, radieren, radieren macht Spaß. So. Andere Farbe. Bei der ersten, schönes Blau. Ah nee, was lila, gut. Bei der ersten Ableitung, hier sind wir. Da geht es darum, bergab, bergauf. Also bergab, flach, bergauf, bergab ist minus. Dann genau hier ist ungefähr bei 0,9. F' von 0,9 ist 0. Und fertig. Ja, und bergauf ist positiv. Ja, genau. Und in dem Fall bergauf, flach, bergab, flach, bergab. Also plus 0, minus 0, ja, also hier ist es 0 und nochmal minus. Ja, also diese Funktion könnte so irgendwie sowas sein. Die Ableitung, ja, die erste Ableitung. Ja, genau.